Hallo ihr Lieben und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute den Glossybox Adventskalender 2020 vorstellen. Der Kalender ist jetzt schon eine Woche bei mir und irgendwie habe ich es immer rausgeschoben, dieses Unboxing, weil ich habe mich spoilern lassen, ich habe schon ein Video dazu gesehen und ich war jetzt nicht so begeistert, welche Produkte drin sind und deswegen war ich etwas enttäuscht und bin auch immer noch so, dass ich mich jetzt nicht juhu, hier ist der Glossybox Adventskalender, mich riesig drüber freue und nichts lieber täte jetzt, als den auszupacken, sondern ich packe ihn jetzt aus, zeige euch einige Produkte und ich denke, ich verlose auch einige an euch in diesem Video. Einfach weil mir der Inhalt jetzt nicht hundertprozentig zusagt. Ein paar Türchen sind natürlich ganz mega toll und freue mich riesig drüber, dass es in meine Sammlung einziehen wird. Aber die meisten Türchen sagen mir nicht persönlich zu. Beim Adventskalender selbst waren Heftchen dabei, in dem sind nochmal alle Produkte erklärt. Da schauen wir dann rein, wenn wir noch ein bisschen was über das Produkt wissen wollen. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem ersten Türchen. Das erste Türchen riecht schon richtig fein und, das ist was für mich. Und zwar ist das aus der Glossybox Skincare-Reihe. Ich habe da schon einige Produkte, die ich auch momentan in Verwendung habe und finde die alle richtig toll. Also bin richtig begeistert von der Linie und freue mich jetzt sehr, den 3-in-1 Moisturizer jetzt zu testen. Richtig toll. Ich werde die Sachen jetzt auch immer wieder zurückgeben in das Kartönchen, weil ich mache das wirklich für mich so. Ich nehme die Sachen jetzt nicht alle raus und verwende sie gleich, sondern ich freue mich hier am 1. Dezember drauf, dass ich das dann noch einmal auspacke und es ab dem Tag dann auch verwenden darf. Jetzt nehmen wir die Nummer 2 und die darf ich dann erst ab dem 2. Dezember verwenden, wenn das Produkt überhaupt was für mich ist. Gucken wir mal rein. Es ist von Luvia in Kooperation mit der Glossybox eine Vegan Eyebrow Palette. Die gefällt mir jetzt schon vom Packaging richtig gut. Finde ich schon total edel aus und richtig schön und die Farben, da bin ich mal sehr gespannt. Ich denke, dass ich hier mal den mittleren und den ganz linken Ton, den helleren Ton testen werde mit einem entsprechenden Pinselchen, wenn ich denn eins habe und eins finde. Weil so Augenbrauenprodukte habe ich noch nicht wirklich bisher benutzt. Mal sehen, vielleicht ist es ja das Richtige für mich. Also das wird auf jeden Fall definitiv in meine Sammlung einziehen am 2. Dezember. Kommt mir gleich entgegen. Es ist von Hey Honey, Take Away the Drama, eine Maske, eine Peel-Off-Maske mit 12 Millilitern. Finde ich ganz süß, das werde ich auf jeden Fall mal testen und gerne mal ausprobieren. Das Design des Kalenders ist so mega edel, also ich freue mich schon richtig, dass das hier das Wohnzimmer verschönern wird, hier im Hintergrund stehen wird und mich die nächsten Monate hier optisch auch begleiten wird. So, in der Nummer 4 verbirgt sich ein Shimmer Whip Highlighter. Ich hatte bisher noch keinen flüssigen Highlighter und der ist sehr gold. Also ich schrecke auch ein bisschen davor zurück, den jetzt zu verwenden. Deswegen wird das erste Produkt sein, was ich an euch verlosen werde. Jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 5. In Türchen Nummer 5 verbirgt sich ein langes Schätzchen und zwar von Steve Laurent. Ist das ein... steht nicht drauf, hier steht's. Ein Lip Liner. Den Lip Liner zeige ich euch ja mal noch genauer in der Farbe. Der gefällt mir richtig gut und der wird auch behalten. Oh ja, der ist richtig schön weich. So sieht jetzt die Farbe aus. Also es ist ein dunklerer Bärenton und ich denke, der passt zu einigen meiner Lippenstifte gut dazu. Also der wird auf jeden Fall behalten, den stecke ich jetzt wieder in die Nummer 5. Und bei uns ist es so, wir feiern Nikolaus am 5. und zwar Nikolausabend. Der 6. ist bei uns eigentlich ein ziemlich normaler Tag. Von daher ist für mich Nikolausabend wichtiger als der Nikolaustag. Aber ich weiß schon immer, dass in den Kalendern eher was für den Nikolaustag Besonderes reingepackt wird. Also wird am 6. wahrscheinlich ein tolleres Produkt sein als am 5. Ich habe ja schon ein Unboxing-Video des Kalenders gesehen und habe mir die Produkte angeschaut. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, was an welchem Tag dann wirklich drin war. Oh, wie toll! Hier sind Babo-Ampullen drin und zwar SOS Beauty Rescue Ampullen. Ich habe ja momentan gerade die blaue Variante aus der letzten Glossybox in Anwendung und finde die schon richtig toll. Hier sind jetzt 7 Ampullen drin und die teste ich sehr, sehr gerne. Also die kommen wieder zurück in den Kalender. Ist das riesig? Das Türchen Nummer 7 ist einfach einmal riesig. Das füllt ja fast eine halbe Schublade aus. Und das ist eine Maske. Eine Hydro Boost, eine 2-in-1 Tuch-Augenmaske. Also das ist so ein Pad, das gibt man dann unter die Augen und das lässt man 15 Minuten einwirken und dann strahlen die Augen hoffentlich mega toll. Und das werde ich mir gern machen am 7. Ich finde, das ist der schönste Kalender, den ich echt je gesehen habe. Das ist so mega schön gestaltet in so ganz tollen Farben.
in der Nummer 8 ist ein Plush Matte Lipstick von Fenty Beauty bei Rihanna. Das ist die Farbe Griselda. Ich finde den richtig edel. Der Ton ist aber wahnsinnig dunkel. Also das ist so ein ganz dunkler Bärenton. Also wenn es nur nach der Verpackung geht, wird der auf jeden Fall bei mir in die Schminksammlung einziehen. Aber leider, die Farbe ist mir megamäßig zu dunkel. Es ist zwar ein Bärenton, aber es ist richtig dunkel. Und für meinen hellen Typ passt es überhaupt nicht. Also von dem her habt ihr die Chance, diesen zu gewinnen. In der Nummer 9 kommt raus ein Scrunchie. Und zwar ist der von Purelay. Erkennt man es auf dem Schildchen. Und es gibt noch einen 15% Rabattcode mit dem Code Glossy. Bis zum 15.01.21 einlösbar. Und oh, ich liebe solche Scrunchies. Die sind so toll. Und der hier fühlt sich total, hier ist so Nikis Stoff, fühlt sich total weich an. Auf den freue ich mich schon sehr am 9. Am 9. Dezember. Das 10. Türchen ist ja flach. Es ist, ja, das könnte jetzt irgendein Pflegeprodukt sein am 10. Mal rein. Ah, nein. Ah, ja. Ein Pinsel ist drin. Und zwar von Real Technique ein Base Expert Face Brush. Dicht und kompakt überzeugt der Expert Face Brush beim Applizieren von flüssiger und cremiger Foundation. Okay, Foundation benutze ich nicht. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, auch diesen jetzt zu gewinnen. Oh, wie schön. Von Fix & Rouge ist ein Hydro-Pore, eine Hydra Matte Pore Correct Smoothing Cream drin. Das hat ganz viel Vitamine, und zwar A, C und E, Hyaluronsäure und Salicylsäure, sorgt für eine verbesserte Ausstrahlung und macht das Hautbild straffer und durchfeuchtet es perfekt und hinterlässt ein mattes Finish. Es ist vegan und frei von Tierversuchen. Das werde ich behalten, werde ich testen. Das hört sich, finde ich, total interessant an. 12 ist wieder ein richtig großes Türchen. Und was ist drin? Ein von Matte Maske eine Haarmaske. Und zwar ist das pH Balanced, hydratisierend. Genau, also ich denke, das kann man nach der Haarwäsche reingeben. Oder es hat eine 3-in-1 Formel. Haarmaske, Kopfhautbehandlung und Wundershampoo. Also man kann es auch als Shampoo verwenden. Haarmaske muss natürlich ausgespült werden. Also kann als zur Haarwäsche oder auch als Haarmaske nach der Wäsche verwendet werden. Finde ich ein ganz tolles Produkt, wenn man es halt auch ganz individuell einsetzen kann. Und das werde ich sehr gern testen. Halbzeit ist vorbei. Bei Nummer 13, oh ja, toll, die habe ich auch schon gesehen. Und zwar ist es eine Augencreme 3-in-1 Hyaluronfüller von Avant. Eine richtig hochpreisige Marke und eine richtig hochpreisige Creme. Und ich bin sehr gespannt, ob die auch hält, was sie verspricht. Wir packen sie zurück und ja, am 13., ab dem 13. kann ich euch dann mehr dazu sagen. 14. Was bist du? Was bist du? Ah ja, wie toll. Das finde ich richtig toll. Ich finde es natürlich auch schön, wenn der Kalender nicht nur außen hübsch ist, sondern auch innen. Und da passen so goldene Sachen natürlich mega gut rein. Das hier ist von Wonder Beauty Mile High Club, eine Volume and Light Late Mascara. Die hat ein normales Bürstchen. Ich finde die ja fast schöner als das Silikonbürstchen. Mag ich irgendwie lieber zum Auftragen. Und ich finde das Design richtig toll. Die wird auch bleiben. Die wird auch am 5.14. dann bei mir ausgepackt werden im Adventskalender. Ich muss mich ein bisschen beeilen mit dem Video, weil gleich kommt mein Sohn heim und dann ist hier großes Hallo und alles Mögliche und dann, ja, habe ich keine Ruhe mehr. So, in der Nummer 15 ist drin von Ilamasqua ein Eyeliner, ein Liquid Eyeliner, und ich liebe ja Liquid Eyeliner. In der Farbe Schwarz natürlich ganz wichtig. Braun gibt nicht bei mir. Oh ja, das ist richtig toll. Der sieht so aus. Und so sieht die Spitze aus. Das ist eins meiner Highlights in dem Kalender. Und wir haben drin, ah ja, eine Lippenmaske von Plump and Repair Vitamasus. Keine Ahnung, wie spricht sich das aus? Vitamasus Plump and Repair. Okay, mit Hyaluronic. Ja, Hyaluron ist irgendwie jetzt überall drin. Wild Cherry, das schmeckt irgendwie nach Kirsche und so weiter auf den Lippen. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Hm.
Ich lasse es mal bei mir im Kalender drin. Ich packe es dann aus an dem Tag und vielleicht habe ich Lust, es zu testen. Vielleicht aber geht es dann auch irgendwann nochmal später in eine Verlosung. Das weiß ich jetzt noch nicht. 17. Was ist das? Ah ja, das ist... Ah, das habe ich auch schon gesehen. Und zwar von Elizabeth Arden ist das eine kleine Creme. All day, all night. All-in-one Beauty Secret. Die soll richtig toll und gehypt sein und ich bin aber richtig gespannt. Die werde ich auch austesten. Find's allerdings schade, ja klar, dass es ein kleines Tüppchen ist, aber ich sage mal, wir haben hier so viele Full-Size-Produkte, das ist okay, dass auch mal so was Kleineres mit dabei ist und man kann es testen, dann sehen, ob das was für einen ist oder nicht und dann kann man es ja danach kaufen oder nicht. 18. Oh, das ist aber schwer, die Nummer 18. Ah ja, es ist drin von Wella, ein Trockenshampoo. Dieses Trockenshampoo, das mag ich gar nicht, weil das verklebt so ein bisschen die Haare. Aber meine Mama mag das ganz gerne und von dem her, ich lasse es bei mir im Kalender drin und werde es dann an meine Mama weitergeben. In der Nummer 19 ist drin, ui, was ist denn das hier? Matte Liquid Lip Paint. Ich glaube, die Marke heißt Mellow. Matte Liquid Lip Paint und die Farbe ist so ein ganz dunkles Rosenholz. Ich finde das eigentlich ganz hübsch und dadurch, dass es matt ist, denke ich auch mit Mundschutz und so weiter, hält es ein bisschen länger auf den Lippen. Ich werde das sehr gern benutzen und testen. Das heißt, es kommt wieder zurück in den Kalender. Und in Türchen Nummer 20 verbirgt sich wieder eine Maske und die hat ein richtig tolles Packaging mit so ein paar Pünktchen drauf, Beauty Glam. Hydration Boost Mask, eine Tuchmaske mit Dreifacheffekt. Boah, die ist richtig toll und fühlt sich richtig edel an. Die freue ich mich schon sehr, die kommt auf jeden Fall wieder rein. Und da freue ich mich dann kurz vor Weihnachten drüber, dass man sich nochmal irgendwie hübsch machen kann, noch ein bisschen mit der Haut ein bisschen arbeiten kann, dass es dann ein schönes Fest wird. 21 ist ein bisschen schwerer, ein bisschen größer. Und was ist das? Ah, wie toll. Es ist drin von Neobay, Natural and Organic, ein Gentle Facial Toner. Und Toner finde ich ganz toll. Der ist mit Anti-Aging-Formel, Raspberry Marshmallow Duft, okay. Gut. Ja, der Verschluss ist auch okay, es ist leider kein Sprüher. Ich mag Sprüher ein bisschen lieber bei Toner, aber ich finde ihn richtig toll und auf den freue ich mich auch schon sehr. Dann die Nummer 22. Was haben wir hier? Da ist wieder nichts drin, andere Seite. Ah ja, okay. Hier ist drin von Manakada. So schaut das aus von Manakada, ein Lip Scrub. Das ist weiß, habe ich gesehen. Ich kann euch auch noch ein Bild zeigen. Ich möchte es nicht ganz aufmachen. Und zwar ist es ein weißes Lip Scrub, was man rausdreht. Da dürfen kleine Körnchen drin sein. Mit Zucker nehme ich an. Und das ist sehr pflegend und ein bisschen peelend für die Lippen. Und ja, gibt Feuchtigkeit und... Das ist auch genau das, was man eigentlich braucht vor Heiligabend. Also passt auch, finde ich, ganz gut zum Kalender. Das bleibt auf jeden Fall drin. In der Nummer 23 verbirgt sich ein Nagellack. Und zwar ist der von Nails Inc. in der Farbe Victoria. Kann das sein? War Farbe Victoria? Also es ist ein sehr dunkles Rot und passt farblich sehr gut zu dem Fenty Beauty Lippenstift dazu. Das heißt, ich würde beides zusammen in eine Verlosung packen, weil vielleicht mag ja die eine oder andere von euch wirklich so dunkle Rot-Bärentöne und dann wäre vielleicht das genau das Richtige für sie. Und wir sind jetzt echt angelangt bei der Nummer 24 und auf die freue ich mich ganz besonders, weil die war natürlich auch schon in der Sneak Peek und es ist ja, ein ganz großes Produkt, ein schweres Produkt. Oh, jetzt sieht das gut aus. Sieht das gut aus? Und zwar ist das eine Lidschattenpalette Iconic London. Ich mache die jetzt gleich auf. So schaut das Schätzchen jetzt ausgepackt aus und ich finde die Farben auch richtig mega toll. Das sind so richtig tragbare Farben. Man kann damit richtig tollen Look stylen, also entweder für den Alltag oder auch was ganz Besonderes. Es sind natürlich Schimmertöne dabei, es sind matte Töne dabei. Ich finde sie richtig schön und habe mich schon richtig darin verliebt. Ich muss meine Meinung über den Kalender ein bisschen revidieren. Ich war am Anfang nicht so begeistert davon, aber je mehr ich jetzt ausgepackt habe und die Produkte auch in den Händen gehalten habe und gesehen habe, wie toll und hochwertig die eigentlich sind, gefällt mir echt richtig toll und ich bin total begeistert, dass ich mir jetzt den bestellt habe. Es sind jetzt wirklich 4 Produkte, die überhaupt nicht zu mir passen, die ich euch jetzt sehr gerne verlosen werde. In diesem Video biete ich euch 2 Verlosungen an. Ihr könnt gerne an einer Verlosung teilnehmen, ihr könnt aber auch gerne an beiden Verlosungen teilnehmen. Alles Wissenswerte packe ich euch in die Infobox.
In der ersten Verlosung könnt ihr gewinnen, und zwar von Fenty Beauty den Lipstick zusammen mit dem Nagellack. Beides ziemlich dunkle Beerentöne. Also wenn das genau das Richtige für euch ist, wenn euch die Töne gefallen, könnt ihr hier gerne mitmachen. In die zweite Verlosung packe ich euch diesen Pinsel zusammen mit dem Highlighter. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Auspacken und euch gefällt der Kalender auch. Aktuell gibt es ihn noch zu bestellen. Es gibt auch Bundles. Ihr könnt das alles auf der Glossybox Homepage nachlesen. Ich verlinke das euch gerne. Ich gebe euch auch einen Rabattcode unten mit in die Infobox. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald.